Hallo Leute, der Grauton hier mit unserem Streamplan für die E3 2019. Wollte ich eigentlich vorhin mit Soraben zusammen machen, habe ich dann aber doch vergessen. Aber ich möchte euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten, wann wir welche Konferenz streamen werden. Dadurch, dass am Montag Feiertag ist, können wir nämlich doch tatsächlich ziemlich viele live machen. Ein paar müssen wir auch nachholen. Deswegen wollte ich euch gerne jetzt verraten, wann ihr uns live auf Twitch sehen könnt. Wie immer wird es die Aufzeichnung des Streams nur auf Twitch geben und nicht auf YouTube. Aber hier auf YouTube, auf Gaum Entertainment, wird es allerdings auch dann zu jedem Stream einen Podcast geben, wo wir euch verraten, was alles vorgestellt wurde und wie uns das gefallen hat. Genau, jetzt aber zum Streamplan. Die erste Konferenz, die wir streamen werden, ist am Sonntag, den 9. Juni um 22 Uhr das Microsoft Xbox Media Briefing. Also die Microsoft-Konferenz, die wahrscheinlich so 1,5 bis 2 Stunden gehen wird, werden wir live für euch begleiten. Und dann auch in derselben Nacht, nämlich dann am 10. Juni, aber es ist eben dieselbe Nacht, um 2:30 Uhr ist die Bethesda-Pressekonferenz, die wir ebenfalls live streamen werden, mitten in der Nacht. Wie gesagt, am Montag ist Feiertag, deshalb geht das von der Nacht auf von Sonntag auf Montag ganz gut. Dort eben um 2:30 Uhr die Bethesda-Konferenz. Dann streamen wir das nächste Mal live am Montag um 19 Uhr, nämlich die PC Gaming Show, die werden wir auch live verfolgen, sowie am Montag auch um 22 Uhr die Ubisoft-Pressekonferenz, die wir auch live machen werden. Electronic Arts wird dieses Jahr ja keinen eigenen großen Stream haben, sondern diverse Gameplay-Livestreams machen. Die werden wir uns zwischen Microsoft und Bethesda angucken, also zwischen diesen beiden Konferenzen. Denn Microsoft wird um 0 Uhr spätestens enden und dazwischen haben wir dann also 2,5 Stunden Zeit, um uns alles, was bei EA so gelaufen ist, mit euch live anzuschauen. Das werden wir machen und ja, das sind soweit die Sachen, die wir dann an diesen beiden Tagen gucken. Und dann gibt es am 11. Juni noch die Square Enix Pressekonferenz sowie die Nintendo Direct. Die können wir leider nicht live machen, denn Square ist um 3 Uhr nachts vom Montag auf Dienstag und Nintendo ist um 18 Uhr abends am Dienstag, was ich aber von meinem Dienst her leider einfach nicht schaffe. Deshalb werden wir diese beiden Konferenzen am Dienstagabend nachholen, wahrscheinlich so um 19 Uhr. Das müsst ihr euch dann überlegen, ob ihr die schon gucken wollt oder ob ihr die einfach mit uns zusammen dann schaut. Wir werden jedenfalls Square Enix und Nintendo Direct werden wir dann am Dienstagabend so ab 19 Uhr in dem Dreh dann eben auch noch für euch live streamen. Genau, am Montag gibt es dann zwischendrin auch noch wunderbar Gaming-Streams von uns, denn wir wollen ja natürlich auch ein bisschen die Zeit überbrücken für euch und Podcasts aufnehmen zwischendrin und so. Aber wir werden sicherlich am Montag auch noch ein bisschen Livestream Sekiro dann wahrscheinlich. Wäre natürlich cool, wenn wir zu E3 das Sekiro-Finale schaffen. Das wäre schön. Genau, The Ramen und ich werden am Start sein. Also nochmal zusammenfassend. 9. Juni, 22 Uhr. Xbox, das dann Microsoft und dann EA, zwischen Microsoft und Bethesda, um 2:30 Uhr dann Bethesda, am Montag um 19 Uhr die PC Gaming Show, am Montag um 22 Uhr die Ubisoft Pressekonferenz und am Dienstagabend so um 19 Uhr rum Square Enix und Nintendo und dazwischen eben Gaming Streams, je nachdem, wie die Zeit so ist. Genau, das ist der Plan. Wir hoffen, dass wir wie immer den einen oder anderen von euch da sehen. Und ja, wenn es Fragen gibt oder sonst was, dann ja, lasst uns das gerne wissen. Und ja, ansonsten bis zur E3. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Gauton und ciao.